Hi Leute, hier ist Sven vom Case Tester Blog. Heute haben wir mal den flüssigen Displayschutz im Test. Den kann man natürlich für jedes Display benutzen, ob nun iPhone oder nicht. Ist ziemlich egal. Ich habe jetzt einfach hier mal mein iPhone liegen. Ich werde euch in diesem Video auf jeden Fall jetzt nicht genau zeigen, wie man das aufträgt und alles. Da gibt es genug Videos drüber, ist auch ziemlich einfach. Ich werde euch hier mal ein paar Fragen beantworten. Klar werde ich zeigen, wie man das aufbringt. Aber natürlich auch Fragen, wie hilft das gegen Kratzer und Vorher-Nachher-Vergleich, wie finde ich das jetzt nach 2 Wochen im Test, bringt das Ganze überhaupt was, welche Vor- und Nachteile hat man dadurch, gibt es Unterschiede zu dem Produkt, was man bei der Höhle der Löwen gesehen hat, so wurde das ja erst richtig bekannt, ich habe es jetzt hier nicht, werde dann aber auch gleich darauf eingehen, welche Unterschiede das überhaupt hat zu diesem teureren Produkt aus dem Fernsehen und natürlich für wen das geeignet ist. Also viel Spaß mit dem Video. So, jetzt zeige ich euch mal ganz schnell eben, wie man das eigentlich aufträgt. Man hat hier mehrere Tücher drin. Ich habe jetzt hier nur noch eins drin. Also als erstes nimmt man das Display, macht das mit einem feuchten Tuch sauber. Danach nimmt man diese kleine Flasche, die hier drin ist. Die sieht so aus. Die gießt man einfach hier rüber. Danach nimmt man ein trockenes Tuch, verwischt das alles ein bisschen. Danach wartet man 10 Minuten, nimmt nochmal ein trockenes Tuch und poliert das Ganze. Das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Ich blende jetzt mal ein paar Bilder ein, damit ihr seht, wie das in etwa aussieht. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, hilft das Ganze überhaupt gegen Kratzer? So, das Schöne war, dass ich in meinem iPhone sowieso einen dicken Kratzer drin hatte. Da sieht man ihn. Und im Internet hört man ja oft, dass dieses flüssige Displayschutz auch Kratzer wegmachen soll, weil es legt sich eine Schicht drauf und die müsste sich theoretisch ja auch in den Kratzer reinlegen. Ja, ich blende jetzt mal Vorher-Nachher-Bild ein, was ich gemacht hatte. Also bei mir merke ich eigentlich keinen Unterschied. Der Kratzer ist immer noch da, wie man sieht. Also bei mir ist dieser flüssige Displayschutz schon drauf. Es fühlt sich vielleicht ein bisschen so an, dass der Kratzer nicht mehr so tief drin ist. Aber es kann auch sein, dass es Einbildung ist. Also für mich ist klar, das bringt die Kratzer nicht weg. Also nein. So, der Vorher-Nachher-Vergleich. Da kann man eigentlich gar nichts zeigen. Man sieht hier, also es sieht aus, als wenn nichts drauf wäre. Es ist wahrscheinlich auch gar nichts drauf. Also vorher, nachher wird man keinen Unterschied feststellen. Sieht ganz normal aus, wie es auch sonst ohne Panzerglas aussehen würde. Das Ganze, bringt das Ganze überhaupt was? Das fragen sich ja wahrscheinlich die meisten, die so ein Produkt im Internet sehen. Ich bin der Meinung, es bringt nichts, weil gerade beim Kratzer müsste man merken, dass da irgendwas drauf liegt. Aber der Kratzer fühlt sich eigentlich genauso an wie vorher. Vielleicht ein bisschen, also nicht mehr ganz so tief, aber man müsste da eigentlich schon ziemlich einen Unterschied merken, weil wenn man normales Panzerglas da drauf macht, die sind schon ziemlich dick, die Dinger. Und ich glaube nicht, dass hier so eine nicht mal 1 mm, wahrscheinlich 0,02 mm Schicht irgendwas bringen wird, wenn da mal ein fetter Kratzer reinkommt. Also ich bin der Meinung, nein, es bringt nichts. Kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen, die man damit so hat, wenn man sie denn so nennen darf. Also Vorteil ist auf jeden Fall, das Ding ist unsichtbar. Man sieht nicht, dass da irgendwas drauf ist. Wahrscheinlich ist auch gar nichts drauf. Es ist leicht aufzutragen, also die Anbringung ist wirklich einfach. Das dauert ein paar Minuten und dann ist man schon fertig. Und natürlich, man hat den Vorteil, es passt mit jeder Hülle. Man hat hier kein dickes Panzerglas drauf und die Hülle biegt das an den Seiten wieder hoch oder sowas. Kennt man ja, diese ganzen Probleme gerade beim iPhone. Die Nachteile. Der Schutz, der ist fraglich. Ob da jetzt wirklich ein Schutz ist, ich möchte es nicht ausprobieren. Ich möchte da jetzt nicht mit einem scharfen Messer drüber kratzen oder so, weil ich glaube, ich habe danach den Kratzer im Display drin. Und der andere Nachteil ist, wie man oft im Internet hört, das soll Kratzer verschwinden lassen, ist nicht so. Wir haben es gerade selber gesehen. Ja, kommen wir mal zum Unterschied, weil manche denken jetzt wahrscheinlich, okay, ich habe ein günstigeres Produkt genommen und wahrscheinlich das teure Produkt aus dem Fernsehen hilft da mehr. Nee. Das habe ich auch schon, also nicht selbst getestet, aber ich habe ein YouTube-Video darüber gesehen, sogar mehrere. Genau gleiches Zeug wie hier. Der einzigste Unterschied ist, ihr habt bei dem teuren Originalprodukt, habt ihr alles auf Deutsch stehen, auch auf diesen kleinen Dingern hier. Normalerweise steht das eigentlich immer auf Englisch drauf. Zusätzlich habt ihr eine viel größere Verpackung und nicht einfach sowas hier. Und natürlich, das kommt aus der Höhle der Löwen, ihr bezahlt sozusagen den Aufschlag, diesen Markenaufschlag. Mehr Unterschied gibt es da nicht. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich denke, dass dieses Produkt eigentlich nur für 2 Zielgruppen gedacht ist. Das sind einmal die Leute, die auch beim 10. Mal ihr normales Panzerglas nicht blasenfrei draufkriegen. Die können natürlich sowas verwenden.
Und die andere Zielgruppe, denke ich, ist dann eher die, die einfach überhaupt kein Panzerglas da drauf haben möchte, aber einfach nur was so für den Kopf hat, dass man weiß, okay, da ist irgendwas wahrscheinlich drauf und das schützt schon mein Handy und sieht immer noch besser aus als so ein dickes Panzerglas. Ja, ich verlinke euch mal den Blogbeitrag unten im Video, also in der Beschreibung. Da könnt ihr die ganzen Links finden, zu dem Produkt zum Beispiel oder auch zu dem Originalprodukt aus der Höhle der Löwen. Wer jetzt doch sagt, okay, ich nehme, glaube ich, lieber ein Panzerglas, dem blende ich hier und hier gleich mal zwei Videos ein. Leider bis jetzt nur fürs iPhone, für Samsung, HTC und sowas folgt auch noch alles. Und genau deshalb solltet ihr auch Abonnent werden, weil dann verpasst ihr diese ganzen Videos nicht mehr. Hier wird alles richtig getestet, selbst gekauft und auch echte Fazits werden erstellt. Und ja, viel Spaß. Hoffe ich, dass ihr, okay, damit werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben, aber wenn ihr auf dem Blog seid, werdet ihr viel Spaß haben. Bis zum nächsten Video.